Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Green Hell mit Lasco LP. Hello. Hello, ja. Wir stehen hier, weil wir einen neuen Speicherstand gestartet haben. Guck mal, ich habe schon einen Stein gefunden. Soll ich mal ein bisschen erklären, warum wir das Ganze gemacht haben? Ja, auf jeden Fall. Einfach mal, um uns neu zu sortieren, weil wir haben ja in der letzten Folge, wie ihr gesehen habt, guck mal, ich habe schon eine Klinge, es geht direkt los. Diese ganzen Eingeborenen, diese 20 Millionen auf einem Haufen. Mindestens. Ich glaube nicht, dass das normal war. Ich glaube, das war einfach ein Fehler. Ja, und wir wollten uns ja ursprünglich direkt zu Beginn mit dem Baseball beschäftigen und es hat sich ewig gezogen und irgendwie hatten wir einfach einen scheiß Start, um das jetzt mal auf gut Deutsch so auszudrücken. Und das wollen wir jetzt nochmal richtig machen. Wir wollen einfach nochmal eine neue Base direkt starten und gucken, dass wir auch Tabakpflanzen und so weiter direkt zu Beginn parat haben. Guck mal, was ich hier sehe. Tabak. Zeig mal kurz. Ja. Hier. Ach, diese Dinger, die habe ich schon abgesehen. Ja. Scheiße. Okay. Guck, und da müssten jetzt. Nee, hier liegt. Ja, ich weiß nichts. Mal einen Stein hier, genau. So, es geht nämlich jetzt direkt da los, ist Leute. Da ist schon Wasser, hab schon gesehen. Da unten ist schon mal. Hin. Ja, da guck mal, ich sehe Nüsse. Ich heb zwei Nüsse auf. Jo, um das nochmal alles zu ergänzen, genau so ist es. Ab ans Wasser, ab ans Bauen. Wir haben sogar diskutiert, gerade vor dem Start, ob wir die Eingeborenen ganz ausmachen. Ich habe gesagt, wir haben genug zu tun mit Sammelei und Überleben im Dschungel an sich, dass wir das auch ausmachen können. Aber Antares wollte nicht. Er sagt, ein bisschen so Eingeborene töten wir dann schon schön später. Ja, gucken wir einfach mal. Ne? Wir haben die jetzt an. Wir haben es jetzt nicht auf schwer gestellt oder so. Wir haben es so, dass wir hoffentlich ja, gut zum Basebauen kommen und ja, da bleiben wir auf jeden Fall da unten. Das ist eine richtig schöne Oase. Ich muss dich kurz unterbrechen. Hast du schon einen Speer? Ja. Vorsicht, da sind zwei Schlangen. Oh, jo, sehe ich. Hast du schon einen Speer? Ich hab keinen, nein. Mist. Warte, kann ich, wie war das? Weil wenn ich jetzt die eine Schlange abwerfe, dann trifft mich die andere. Ja, dann laufen wir einfach weiter. Nee, warte, komm, wir brauchen das Fleisch. Ich mache eben hier Stock herstellen. Ist ja schnell gemacht. Zwei Stöcker, ne? Nee, für einen Speer brauchst du einen langen Stock. Ah, okay. Ich kann mir aber kurz eine Steinaxt basteln und mit der kann ich die auch abschießen. Warte mal. Ja, ich wollte gerade noch was erklären. Und zwar, genau. Lasco hat gesagt, lass uns die Stämme ausschalten. Und dann habe ich mir gedacht, komm, irgendwann haben wir unsere Base und dann will ich auch mal ein bisschen was abschlachten. Und als Kompromiss haben wir jetzt die Stämme angelassen, haben aber die Kampfschwierigkeit auf leicht gestellt. Weil unser Hauptding ist ja jetzt bei Green Hell, wir wollen mal eine Base haben. Und zwar eine richtige mit Schmiede und so weiter. Wir wollen ein bisschen was aufbauen hier. Zwei Steine. Danke. Ich wollte nicht stören. Oh, da ist eine Kokosnuss. Die schnappe ich mir schnell. Ja, wir wollen mal ein bisschen hier das Spiel spielen. Spielen, genau. Wir wollen alles, was das Spiel zu bieten hat, mal bauen und auch mal hier Obsidian, Axt und Eisen, Werkzeuge und keine Ahnung, was es hier noch alles gibt, ne? Ja, Mann. So, ich schmeiß eine Schlange ab. Okay. Hab ich. Die rechte ist deine. Jupp. Kann jeder mal eine zerlegen. Klinge. So, dann haben wir schon mal Fleisch. Dann müssen wir jetzt wirklich den Fokus darauf setzen, den Base-Bereich zu finden. Und dann fangen wir an. Unten. Okay, und dann fangen wir an. Wir machen jetzt einfach da, und wenn es nur eine Mini-Base wird. Guck mal da unten. Da unten. Hier, sag ich doch. Da gehen wir hin. Genau. Und da bleiben da wir. Da hinten am Ufer und da bleiben wir jetzt erstmal. Ob wir da jetzt final bleiben, ob wir da umziehen, das ist ja alles, das haben wir dahingestellt. Ja. Wir rüsten uns jetzt hier aus, wir können was kochen, wir ne, ein paar Werkzeuge und so weiter. Fassen Fuß im Dschungel, so. Genau. Machen nicht den Fehler und laufen wieder rum und sterben.
Richtig. Wir sind halt Newbies im Game und ja, wollen jetzt halt, wir wissen zwar jetzt das ein oder andere, aber noch nicht genug, um jetzt einfach ja ohne Base hier rumzulaufen. Wir kennen noch nicht alle Pflanzen auswendig und so weiter. Guck mal, ist das hier Tabak? War das Tabak? Ja, ich glaube nicht. Nee, das könnte. Aber hier liegt schon wieder eine Kokosnuss. Ist doch super. Ja. Was ist das denn? Tier-Ex. Achso, lecker. So, hier ist das so ein bisschen schräg, ne? Ist ein bisschen schräg, ja. Ist ein bisschen doof. Ja, warte, ich guck mal nur hier über den Hügel, ob ich was Neues finde. Ansonsten bleiben wir trotzdem hier. Ja, sonst würde ich hier ist zumindest nicht so ganz schräg. Zumindest das Dach und das Feuer. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir uns hier verteilen, oder? Ja, würde ich sagen. Wir können ja auch hochbauen und so. Ne, ist ja egal. Guck halt, wie ach Gott! Okay. Boah, hab ich mich erschrocken. Ja, hier ist ein bisschen gerader die Fläche. Guck mal, ist auch nah am Wasser noch. Hier könnten wir auch bauen. Ja, machen wir das da. Dann stell schon mal das Dach hin. Jawohl, Chef. Und ich hab jetzt ein Problem, weil ich bin in den Ameisenhügel gelaufen. Das ist scheiße. Und ich weiß nicht, was ich jetzt hab. Wahrscheinlich irgendwie so ein Ausschlag oder so. Ui! Ui! Ui. Da haben wir aber viele Ameisen erwischt. Was macht man da? Einfach Molinaria, ne? Habe ich nicht. Kannst du einmal um mich herum gucken? Sind mehr Bananenblätter oder Palmblätter in der Gegend? Palm. Gut, dann mache ich. Ach, was ist das nur? Das scheiß Dach. Braucht doch erstmal das Gerüst. Kollege, Gerüst. Guck mal, jetzt habe ich habe auch meine Auflösung ein bisschen runtergedreht, aber ich muss sagen, das fällt gar nicht auf. Ich finde, das sieht viel schöner aus. Muss ich mal so sagen. Ja, das ist doch ein schöner Bereich hier. Ja, ne? Klein, ja. Gemütlich. Ja, so sieht's gut am aus. Am Rand bauen wir schön da Dingen jetzt ja hin. Zack. Dann fange ich schon mal gleich an zu kloppen. Ja, so, ich habe jetzt. Dach da drauf. Ich habe jetzt so einen Ausschlag durch Ameisen, ne? Mhm. Ey, Leute, ey, Ameisen. Ja, gut. Im Dschungel sind die Ameisen ein bisschen heftiger, ne? Okay. Habe ich nichts gesagt, aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt so an Ameisen denke. Was soll mir da passieren? Ja. Wenn man das nicht behandelt. Ich möchte nicht in so einen Ameisenhaufen laufen. Ameisenhaufen laufen. Was war nicht gewollt. Ja, ich glaube, wir haben genug dazu gesagt, oder? Ist was unklar, ich wüsste nicht. Wenn ihr Fragen habt, natürlich gerne in die Kommis. Ansonsten habe ich mega Bock zu bauen. Ja, Mann. Ich habe einfach Bock, so eine Dschungelbase zu machen. Ich will eine Lehmgrube oder so haben wir jetzt. Wir haben heute ein bisschen privat geschrieben und uns daran erinnert, dass wir so ein Lehmzeug brauchen, weil wir haben ja gerätselt, wie die Lagerkisten gehen. Und da fiel dem Antares ein, du, wir brauchen doch irgendwie so lehmmäßig irgendwas. Und er hat vollkommen recht, danach ist es mir auch eingefallen. Und ja, wir hypen das voll. Wir haben das noch nie richtig gespielt, eigentlich. Das Dach kannst du erst machen, wenn das Gerüst gebaut ist. Ja, ich wollte nur gucken, ob du das noch weißt. Oh, guck mal, ist ein langer Stock. Herstellen, Alter. Herstellen. Ich will einen Speer. Nein, nein, nein. Ich habe die schon dahingelegt für das Ding hier. Okay. Ich bin hier schon am Machen. Ja, ich habe die vier Holzscheide. Ich habe keine Steinklinge. Wie geht das nochmal? Warte mal. Zwei Steine. Holz. Ja, ich meine Axtmäßig Zeugs. Hier braucht man dann die Klinge, ne, an sich. Um eine Axt zu bauen, brauchst du eine Steinklinge, einen Stock und ein Seil. Aha, ja. Die habe ich aber in der Hand. Wie kann. Ah, da ist sie. Gut. So, ein Seil brauchen wir noch. Stock und ein Seil. Ich habe Seile, Moment. Hä, geht denn bei mir nicht? Steinklinge, Seil und ein kleiner Stock. Ja, oder zwei Seile, muss man ein bisschen gucken. Oder ist der falsche Stock, wa? Ja, ein Stock, also kein kleiner Stock. Ein kleiner Stock, ja. Genau. So, wo ist das Seil hier? Brauchen wir das Seil hier? Nee, Seile habe ich schon fertig. Kann ein Dach drauf, ne? Ich mach Dach während drauf. Du Inventar am Machen bist, bin ich schon gleich fertig. Du bist der Leistungsträger. Liane auf dem Boden. Ich bin nur der Anzeichner. Hey, man kann Liane auf dem Boden aufheben. Jo. Ah, nee, das war der Baum, den ich gefällt habe. Da ist alles auf den Boden gefallen. Hier liegen so viele Stöcke. Geil. So, du kannst schon mal das Dach Ja, ich bin dabei. Ich suche schon wieder. Hier, sehr Bananen, gut. Nee, Palmdach war das, ne? Ja, ist egal. Also, zack. Geht beides. Wir haben hier auch Bananenblätter. Ich zeichne direkt ein Feuer ein, ne? Ja, genau. Perfekt.
Feuer, Oh, ich muss Feuer. mich waschen. Ne, ihr seht schon, es läuft halt direkt. Ne? Wir wissen jetzt ungefähr, was wir anfangs brauchen und so. Und so wollten wir es eigentlich haben, dass wir da einfach so schwierig reinkommen, war ja auch nicht gedacht so. Yes. So, jetzt muss ich mich erstmal um mich kümmern und zwar Ja, muss ich ja. mich waschen. Wo war das Wasser? Hier. Da hinter uns, hinter dem Zelt. Ja, hier ist aber auch irgendwo ein verfluchter Ameisenhaufen. Oh Gott, jetzt hätte ich fast getrunken. Waschen. So. Wieso kann ich denn diesen Steinring? Wo war denn der scheiß Steinring letztes Mal? Okay, mir geht's wieder gut. Ja, gut. Hier nicht. Das ist Bauen alles, okay. Kann ich Feuer. Nicht auch... Wir hatten doch so einen Ring für ein Feuer, ne? Habe ich noch nicht. Lerne ich das noch erst? Lagerfeuer? Ja, Lagerfeuer an sich kann ich, aber diese Steine da drum nicht. Muss ich gleich gucken. Ich heb gerade Palmblätter auf. Ist schon gut. Wenn es da ist, finde ich es. Aber ich habe nichts. Holzkasten. Nochmal hier alles durchgucken. Stand, Ropes, hinten Unterstand, Blätter, Bett, Unterstand. Okay, habe ich verstanden. So, pass auf. Ich guck mal eben mit dir. Ja, bitte. Feuer. Kleines Feuer. Männlich, ne? Nee. Ja gut, weißt du was? Dann machen wir erstmal hier ein Feuerchen hin. Warum aber ist wir hatten das noch so einen Steinkreis drum, ne? Ja, natürlich. Den Vielleicht muss brauchen man wir das mal gesehen haben erst, um das zu können, so weißt du. Ich glaube, wir müssen auch erst den Steinkreis bauen, bevor wir das Lagerfeuer machen, weil du kriegst den Steinkreis im Anschluss nicht drum. Okay, dann demontieren wir das Zeug. Aber wie kriegen wir den Steinkreis hin? Das ist jetzt hier die Frage. Ja, Steine. Vielleicht müssen wir Steine sammeln. So, das Dach ist fertig. Wir können das Spiel speichern hier Dings da. Jo. Schon mal das Spiel gespeichert. Super. Dann brauchen wir das Ding nur zum Schlafen hier eigentlich. Ja, am besten zwei Schlafplätze, ne? Ja, okay. Ich zeichne nochmal an. Ich weiß nicht. Der Schlafplatz muss nicht zwingend überdacht sein, ne? Ja, kann noch ein Bett sein, aber ich vermute mal, dass so ein Unterstand sicherer ist wegen Würmer und was man da alles kriegen kann. Ja. Wie einfach nur so ein Bett im Dschungel. Kann ich mir halt gut denken, dass das so ist. Deshalb baue ich lieber die Dinge einfach so, ja, ich vermute es einfach. Ah, langer Stock. Okay, dann fange ich mal an zu hacken. So, pass auf, jetzt brauche ich endlich einen Stock für eine Steinklinge, dann kann ich dir auch helfen. Wie geht's mir denn eigentlich? Wo ist nochmal die Uhr? V, ne? Nee. F. Ach, okay. Uns geht's prima. Außer, dass wir bald schlafen müssen. Jo, und wir müssen kochen. Vor allem, ich habe viel Fleisch dabei, aber wir brauchen dann den Steinkreis. Gut, lassen wir das erstmal. Holen wir erstmal einen Stock dran. Ah, hier ist ein Stock. Perfekt. So, daraus stellen wir uns das Ding jetzt her. Und zwar Steinklinge rein da. Und ein Seil. Ja, das ist doch schon Steinhacke. Sehr gut. So, hier liegen auf jeden Fall jede Menge Stöcker rum. Das haben wir schon mal sehr gut gemacht. Du. Ja. Ja, sammeln wir schon mal ein auf jeden Fall. Was geht? Ich muss mich schon wieder waschen, ne? Ja, können wir gleich. Gebadet wird vom Schlafen. Ach, Holzscheibe brauchen wir gar nicht mehr, okay? Doch hier, ne, oder? Ja. Droppen wir das Zeug erstmal. Stock, Seil, Palmblätter, guck mal. Stock. Stock. Palmblätter habe ich alle schon gesammelt. So. Fällen einfach hier noch was. 10. Oh, ist ein langer Stock. Oh, Larven. Nimm Larven mit. So, Larven. Ein Hüttenunterstand ist schon mal fertig. Sehr cool. Mega. So, dann schauen wir jetzt nochmal hier im Tagebuch. Ja, wie gesagt, ich denke mal, wir sind letztens da ein bisschen rumgelaufen und sind an so einem Lager vorbeigelaufen, wo wir einen Steinkreis gesehen haben und hatten dann bestimmt neuer Eintrag Steinkreis, weißt du? Echt? Mit Sicherheit, weil sonst könnten wir es ja jetzt. Das heißt, wir müssen jetzt einfach wahrscheinlich ja sowas finden, um das dann quasi... So, ich mache hier schon mal einen Setzkasten hin. Ich habe schon gesehen, was du da machst, ja. Was brauchen wir hier? Stöcke habe ich. So, dann machen wir ein normales Lagerfeuer, ne? Weil, muss ja. Ja, wir brauchen man Feuer. Kann dabei wahrscheinlich nicht kochen, ne? Also, doch, kann man da doch. Fleisch reinlegen, so. Das wird schon gehen.
Kleiner Stock. Ich hätte nämlich Fleisch dabei. Kannst du schon Feuer machen? Ich kann schon Feuer machen, klar. Okay. Ich habe es bis jetzt noch nicht gemacht, deshalb ist das für mich noch schwarze Magie. Schwarze Magie, oh, das ist böse. Das ist Oh böse. ja. So, kleine Stöcker. Ja, habe ich schon hier. Gefällt. Überall. Überall. Ja, die brauchen wir noch. Ja, ich habe auch direkt, weißt du, jetzt ist der Start ganz anderer so. Man hat ein bisschen Plan davon, was man hier macht. Ja, müssen jetzt nur gucken. Oh, jetzt brauchen wir große Stöcker. Hab ich. Sehr Ah, gut. scheiße, drei fehlen noch. Was braucht denn Ja, der liegen Unterstand hier noch? überall rum. Ja, ich habe da auch noch zwei, drei gefällt gerade. Was brauchst du denn hier? Langer Stock, Holzscheit? So, Glut Holzscheit liegt auch hier erforderlich. irgendwo rum. Glut erforderlich. Blut. Benutzen. Kleiner Stock ist voll. Stock, Trockenes Stock, Stock. Blatt Komm, wir und fällen go. einfach noch was. Ah, reicht meine Energie noch? Komm, 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 komm. Bitte, bitte, bitte. Stock, Stock. Yes. Feuer. Ich hab Feuer gemacht. Boah, sind hier viele Stöcker geil. Seht euch nur mein Werk an. Gut, dann hauen wir uns jetzt mal, guck mal hier. Trinken. Sü. So. Essen. Ja, warte, ich hab Fleisch. Kann ich da drauf droppen? Ah Guck mal, ja. mir geht's doch gut. Ich habe schon für jeden ein Stück Fleisch. Ja, ich hab auch noch was. Ich will's halt verkochen, bevor es halt schlecht wird. Herstellen. Was habe ich denn hier? Hier, das können wir da irgendwo. Ach, kann man nur zwei droppen, okay. Ist ja nicht schlimm. Weißt du, was ich mich gerade frag? Nö. So ein Kokosnussbidon, ne? Jo. Gibt es auch noch andere Bidons? Könnte man sich zum Beispiel zwei Schildkrötenpanzer nehmen und ein Seil und ein Stück Harz oder so und sich einen großen Bidon bauen? Tja. Das wäre doch der Hammer. Müsste man noch testen. Hast du noch einen langen Stock hier irgendwo? Nee, ne? Nee. Dann hacke ich mal noch einen. Wo ist denn hier noch was? So, Klapperschlangenfleisch. Mir geht's wieder Wonder Best. Das Ja, ich andere will mal Stück kannst gucken. du essen, Ja, mache ich bevor es sofort. verbrennt. Hast du schon Kokosnussschalen? Ja, ich habe auch schon Bidon. Dann mach mal direkt, leg die da hin, wenn es regnet. Ja, wo denn? Hier? Jo, keine Ahnung, Das da sieht gut aus. Nähe des Hüttenunterstands, genau. Ja, neben den Setzkasten mache ich Ich habe das. einen langen Stock für dieses Ding hier. Wir brauchen noch zwei Holzscheite wahrscheinlich und die Blätter hier für den zweiten Schlafplatz. Ja, ich guck gerade. Holzscheite Ah, brauchen okay. wir auch für den Setzkasten. Oh, hier gibt es die Banisteriopsis-Lianen. Wofür waren die nochmal? Ja, die haben hier im Multiplayer, glaube ich, dürfen mich. Oh, hier, das sind die Energiepilze. Ich brate nochmal zwei Zehn Fleisch, Energie. die können wir uns gleich auch noch reinziehen, ne? Ja, hier Warte an mal, dem weil wir Baum es wachsen die können. blauen Pilze. Da, ah, gut. Ja, Mann, zieh weg, ey. Ja, ich brauche jetzt nicht mehr schlafen. Ich bin hier. Süße. Bin jetzt ausgeschlafen. Finde ich auf jeden Fall gut. Oh, no, meine scheiß Steinklinge ist im Arsch. Jo, meine auch. Ich habe gerade eine neue Was gemacht. soll das denn jetzt sein? Langer Stock. Hier, ich brauche Holzscheit. Jetzt wird's dunkel, ne? Herstellen, ein bisschen. Wo ist Herstellen. hier Holzscheit? Da. Ja, das suche ich auch gerade so ein bisschen. Die hier sind das. Stock. Und. Bitte herstellen. Also, was mir noch ein bisschen Sorgen macht, ist Molineria. Ja, das finden wir ja dann auch. Wo Aber ist Goldscheit? ich habe mir jetzt gedacht, bevor wir uns zu sehr um uns selber kümmern, was gebaut ist, ist gebaut. Ne? Wenn du stirbst, respawnst du. Ne? Ja, richtig. Das ist genau mein. Darum haben wir ja neu angefangen. Ja. Also So, ich gehe jetzt jetzt haben auch wir nicht den Lust und Blut verbände. Setzkasten. Jetzt pass mal auf, ich habe noch Tabakblüten, ne? Jo. Die kann man da nicht reinmachen, ne? Nee, du brauchst nicht Blüten, sondern heißt anders. Hatte ich schon mal, aber wir hatten noch keinen Sitzkasten. Tabaksamen oder so. Ja, und wie bekommt man die? Vielleicht kannst du die Blüten irgendwie zerlegen nochmal oder so. Nee, ich Oder du kann die musst nur die halt zerstören. irgendwie. Oder musst halt Glück haben beim Looten. Ich weiß es nicht genau. Ich hatte die aber mal. Habe ich letztes Mal noch gesagt. Und Okay. dann bin ich aber gestorben und dann habe ich das Ding verloren.
wollte ja auch Tabak und Molinier ersetzen. So, ich esse nochmal ein Fleisch. Iss auch mal ein, wenn du möchtest noch.